Thomas Harreter aus Weiden am See, am Neusiedler See, Burgenland in Österreich. Mache mit meiner Frau Wein und in vierter Generation. Wir sind 2006 auf biologisch gewechselt, mittlerweile biodynamisch. Unser Ziel war eigentlich immer schon, den Wein so pur als möglich auszubauen. Besonders interessiert hat mich immer der Zusammenhang, die Wechselwirkungen in der Natur, wie sich das Ganze entwickelt, wenn man eingreift, wenn man nicht eingreift, was da entsteht, wie das wächst. Als wir begonnen haben, Wein zu machen, haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass ganz viele Weine gleich schmecken und das alle, eigentlich alle Jahre immer sehr ähnlich. Und das war uns nicht ganz verständlich, beziehungsweise war das auch nicht das, was wir machen wollten. Weil das jedes Jahr, jede Lage oder Großlage ist in dem Moment oder in dem Jahr immer einzigartig. '96 ist dann quasi zum ersten Wein gekommen und diese Balance von der Natur, das wollte man eigentlich mitnehmen im Weinausbau, wie es gegeben ist vom Weingarten. Durch den Umstieg auf biodynamisch waren dann die Sachen irgendwie klarer zum Erkennen. Man hat dann einen klaren Blick auf die Natur draußen und es wird vieles, was vorher gar noch nicht verständlich war, wird einfach logisch, weil man die Wechselbeziehungen besser versteht. Und desto mehr als man sich mit dem beschäftigt, desto eindeutiger erkennt man das, was passiert. Vor allem auch dann das Biodynamische, was bei uns ein bisschen später gekommen ist. Weil wir gesehen haben, das bringt einfach nur ein bisschen mehr. Man sieht es im Boden, wenn man einfach mit einmal ein Loch reinmacht, wie das Wurzelsystem ausschaut, wie das Ganze riecht. Und das sind die Erlebnisse, die dann eigentlich das bestätigen, damit man wieder neue Wege findet und sich noch mehr auf das einlässt. Und durch diese Erkenntnis schmeckt dann der Wein, der was vorher immer gleich geschmeckt hat, auch plötzlich ganz anders. Also man lernt nicht nur die Natur, es lernt der Gaumen, es lernt der ganze Mensch und dadurch auch der ganze Betrieb entwickelt sich in eine positive Richtung weiter. Und diese Balance, die wollen wir auch persönlich spüren und in unserem Wein auch spüren. Das heißt, im Ausbau natürlich und auch im Geschmack, diese natürliche Balance vom Boden, von der Sorte, soll sich im Wein widerspiegeln. Und das ist auch das, was man letztendlich im Körper spürt, dass da die Verträglichkeit vom Wein eine große Rolle oder mit da ein Punkt ist, die man schmecken kann. Ich mag es irrsinnig gerne, wenn man den Prozess im Laufe des Jahres draußen sieht, wie das entsteht, bis hin zur Traube und dann der Höhepunkt, der erste Höhepunkt, die Ernte. Aber am schönsten finde ich es, wenn man dann ein, zwei Jahre später den Wein vom Fass verkostet, was da entstanden ist, was da
im Weingarten gewachsen ist, was dann auch noch im Fass gereift ist. Und die Summe dessen zu verkosten, das ist ein Moment, wo ich wirklich zufrieden bin. Wenn man dann die Lagen in Weiden beobachtet und den Boden beobachtet, dann ist das Erste, was einem auffällt, eigentlich die wilden Rosen, die Hagenbutten, die Hagel, wie sie wir nennen. Das existiert eigentlich schon so lange, dass wir als Weidner Hageler genannt werden von den Nachbarortschaften in der Umgebung. Und das hat mich auch schon immer fasziniert, dass die einfach überall wachsen und auch gewisse die Lagen auch kennzeichnen, rund um und um. Deswegen haben wir den Wein so benannt, Hageler in Weiß und in Rot. Und das spiegelt auch die Böden da am meisten wider. Diese Strukturen, der Schotter und der Kalk kann man eigentlich am besten in unseren Hageler schmecken. Diese kleinen Momente, wo man das dann erkennt, wo man es das erste Mal sieht quasi, dann fühlt man sich richtig. Und das ist der Punkt, warum man da weiter sich beschäftigt, warum man das eigentlich auf diese Art und Weise machen will. Weil es kommt dann auch richtig vor, wenn man es tut. Und man sieht es und man fühlt es.